Hallo, wir sind Beutel und Jane. Ich habe heute Geburtstag, aber schon länger, ja, wenn ihr das Video seht. Wir spielen Pine Harbor, die Demo. Dieses Spiel wird irgendwann released. Dazu gibt es noch keine genauen Informationen. Es ist was Gruseliges, hoffe ich. Und wir legen los. Abspielen. Du weißt gar nicht, um was es geht? Nö. Ich fall mal wieder ins kalte Wasser. Ach du Scheiße, es geht ja direkt los. Und es geht im Keller los. Wir müssen gar nicht mal uns entscheiden, gehen wir in den Keller runter oder nicht. Wieso kommen ja jetzt schon so komische Geräusche? Oh, du atmest auch schwer. Okay, kann ich hier irgendwie... Ich kann hier nur die Sprache einstellen, kann ich hier nicht die Steuerung einstellen? Okay, es geht nämlich ziemlich schnell. Also V ist ein Nahkampf, M ist Karte, L ist Taschenlampe. Oh. Und die Maus ist relativ schnell, aber ich kann es nicht ändern. So, hier sind irgendwelche Gaskocher. Ey, ich lass mir Zeit, ne? Ich renne jetzt hier nicht durch. Matli, danke. Und die Sunny, grüße dich. Auch dir, vielen Dank. Schmeißt dich weg vor Lachen. Ja, oh, da wird einem ja schlecht beim Gucken. Jetzt bleib doch mal ruhig. Nein. Das ist doch in so vielen Horrorspielen so. Wird doch immer schlecht. Da tröppelt's von der Wand runter. Ey, aber ohne irgendwas, dass uns das Spiel was sagt, sind wir plötzlich in einem Bunker. Wir wissen gar nicht, um was es geht, warum wir hier sind. Ich hab eine Pistole. Ja, geil. Ich hab ein Gewehr. Und ich habe eine Spitzhocke. Na, da brauchst du es wenigstens nicht alles erst suchen. So, Tab ist Inventar. Aber wir haben nicht viel Munition. Okay. Ich nehme mal lieber eine Pistole erstmal. Kann man leider nicht über Kimme und Korn ziehen. Dass man aber auch den Sound nicht anpassen kann. So gar nichts in den Einstellungen. Nur die Sprache. Oder war da noch was? Wartet, wir gucken noch mal. Ach hier, guck mal. Bildschirmprozentsatz, was hat das zu bedeuten? Ich nehme mal 60. Ach nee, hier Max FPS 60. Auf was war das? Weißt du es noch? Na, sowas bei 100, glaube ich. Wieso ist die Auflösung... Kann ich die nicht umstellen? Keine Ahnung. Ah, jetzt, guck mal. Sorry, eigentlich machen Profis das immer vorm Spiel. Fenster, Vollbild. Helligkeit, ich mach mal noch ein bisschen heller. Okay. Akzeptieren. Dann gucken wir mal weiter. Grafik. Ist alles episch. Ja, Mausempfindlichkeit. Oh, sehr gut. Was heißt denn Kamera kletten? Oh Gott, man kann auch sprinten. Achso, muss ich das nochmal bestätigen, ne? Also. Aber du musst doch die Maus erstmal runterstellen. Hast doch gar nicht gemacht. Doch, alles gut. Hä? Du hast doch gar nicht an der Maus reden. Natürlich habe ich gerade diese Maus eingestellt. Hier. Das war hier und ich habe es hier runtergestellt. Ach so, ich dachte, das war schon da unten. Nee. Ich kann halt leider den Sound nicht lauter machen. Ich hoffe, ihr hört überhaupt was von dem Spiel. Profis sind langweilig. Hat er gerade immer Psst gemacht? Oder war das nur mein Fuß? Habe ich hier unendlich Taschenlampe? Ich bin ja schon mal beruhigt, dass ich in einem Horrorspiel eine Pistole habe. Ich muss hier lauter machen. Hier ist hell, hier bleibe ich. Rotes Licht? Ich mag kein rotes Licht.
Boah, was ist denn das hier? Do not follow me! Okay, also Richard hat gesagt, wir sollen ihm nicht folgen. Richard, ihr habt's nicht so gemeint. Vielleicht sollten wir wirklich nicht folgen. Ich blick vor allen Dingen jetzt schon gar nicht mehr durch. Das hast du noch gar nicht angefangen. Na, aber ich habe jetzt schon Überblick verloren, wo wir überall waren und wo nicht. Okay, hier brauchen wir garantiert Elektrik hier irgendwas. Naja, klar. Schrumpfschlauch. Wir brauchen Schrumpfschlauch, Leute, um das zu verbinden. Was? Schrumpfschlauch? Na, kennst du nicht Schrumpfschlauch? Also. Das ist doch bestimmt... Oh! Oh. Was ist denn mit dem verkehrt? Also hau ab. Richard! Oh, da kommt ja noch einer! Lad schneller nach! Vielleicht sollten wir ja doch ein bisschen Munition sparen, ich weiß es nicht. Hey, Großer! Alter! Okay, Freunde. Ja, das geht wahrscheinlich erst, wenn ich den Schrumpfschlauch gefunden habe. Sag bloß, du kennst keinen Schrumpfschlauch. Na, das hat doch bestimmt irgendwas mit Fahrrädern zu tun, oder? Na, das hat was mit Elektrik zu tun, ja. Was mich richtig nervt, ist, dass man nicht über Kim und Korn gucken kann. Zero Side, grüße dich, hi. Aha. Scheiße. Wir sind doch theoretisch von hier vorne gekommen. Oder nicht? Ja, hier haben wir angefangen, oder? Du musst vielleicht mal ein bisschen gucken. Ja, ich guck. Nee, hier haben wir auch nicht. Ey, ich hab mich jetzt schon völlig verirrt. Hier liegt was auf dem Tisch. Da ist ein Tresor. Aber man kann es nicht lesen und überall knurrt hier irgendwas. Mensch! Oh oh. Wow! Alter, ich hab richtig Gänsehaut. Wir haben nur noch eine Patrone. Okay, hier ist ein Tresor, Leute. Da muss man was eingeben. Wir kennen den Code nicht. Wenn ihr irgendwo einen Code seht, sagt Bescheid. Hier kann ich nicht. Ja, scheiße, jetzt haben wir nur noch eine. Was ist denn in den Kisten? Ja, warte doch mal. Ich guck doch. Gibt's hier Schrumpfschlauch? Oh, das ist ja eklig. Ja, aber keine Muni, nix. Ich kann ja nichts aufheben. Ein paar neue Schuhe. Alter. Hier gibt's irgendwie nichts. Ich weiß halt nicht, inwiefern die einem hinterherkommen. Ob man die vielleicht einmal umlaufen kann oder so. Das werden wir wohl erfahren. Was ist denn links in der Kiste? Wo denn? Der mit dem Roten. Kann man da irgendwas machen? Nö. Nee. Sieht ja aus wie so Munitionskiste. Fuck. Was tippelt hier? Zwei Schuss. Alter, haben die eine Macke oder so noch was? Wie soll man das denn schaffen? Eieiei. Ey, man findet ja auch gar keine Muni, Leute. Und jetzt fängt man jedes Mal bei Null an. Du hast die wahrscheinlich noch nicht entdeckt. Mit der Spitzhacke draufhauen. Ach so, ja, stimmt. Die hast du ja auch noch. Alter. Oh. Okay, also vorne sind wir, ja doch, hier lang. Kannst du auf die Kisten vielleicht auch hauen? Mal so als Idee. Ach! Du bist ja ein schlaues Füchschen. Wenn du mich nicht hättest. Also müssen wir auf die mit den Roten. Finden wir da noch was? Oder gehen hier auch die?
Nee, das geht nicht. Okay, aber erstmal lade ich alle Waffen nach, damit ich nicht wieder so blöd dastehe wie gerade. Ey, guck mal, wir haben jetzt viel weniger Munition im zweiten Durchlauf, oder was? Nee, dafür haben wir 14. Ach, das ist dann immer völlig random anscheinend. So, die erstmal nachladen. Nicht, dass wir wieder so blöd dastehen. Pass auf, wir probieren jetzt mal einen mit der Spitzhacke wegzudreschen. Eine Gesundheitsanzeige gibt es ja hier nicht, ne? Da ist nochmal Munition. Nehmen, was war das? Artikel erworben. Erste Hilfe. Also doch, verliert man doch Gesundheit. Also vorhin sind wir da lang gelatscht, ne? Do not follow me! Ach. Aber vorhin sind wir hier lang gelatscht. Alter, jetzt hab ich mich erschreckt. Alter, du Blödmann, ich hab übelste Gänsehaut. Jetzt hab ich mich erschrocken. Oh. Im Inventar unten links ist eine Gesundheitsanzeige. Oh! Scheiße, jetzt hab ich die einmal weggeschmissen, oder was? Nee. Hä? Scheiße, ich hab die jetzt weggeschmissen, oder wie? Die ist nicht mehr da. Ach! Ah. Du meine Fresse. Ausweg finden, das ist die Aufgabe. Aha. Ich hab die scheiß Verbände weggeschmissen. Okay, dann können wir ja gleich nochmal anfangen. Also man kriegt die mit der Spitzhacke kaputt, aber... Da war eine Kiste. Ja, ich fange jetzt eh nochmal an. Ich lass mich jetzt nochmal umbringen. Das ist doch sonst Rotze hier. Also C4 ist dieser Hauptgang da. Also da mit dem Fahrstuhl, wo wir die Schrumpfschläuche brauchen. So, oh Gott. Eieiei, die kommen aber auch wirklich ganz schön aggressiv daher. Es ist halt die Frage, ob genügend Munition da drin ist. Also ob das ausreichen würde, um alle zu töten. Ist jetzt haben wir wieder mehr Schrotflintenmunition, dafür weniger Pistole. Okay, Artikel erworben. Nochmal hier, ist das nachgeladen? Das ist nachgeladen. Darfst nicht so viel daneben schießen, ne? Du bist witzig in der Hektik. Oh, hast aber kuschelig hier drin gemacht. Okay, das war nochmal Verbandskasten. Danke dir, Carsten. Wie ist es? Wollen wir den ersten trotzdem nochmal versuchen? Ich hatte den ja schon... Ich habe dann halt einen Fehler gemacht. Wir probieren es nochmal. Was willst du denn jetzt probieren? Ja, den nochmal mit Nahkampf zu erledigen. Aber oder hier scheint es doch genug Munition zu geben. Meinst du? Naja. Na gut, hast recht. Do not follow me. Geht klar, Chef. Und nicht, dass wieder drei mit einmal kommen. Hier irgendwelche Kisten? Nee. So, der erste kam ja vorhin hier, ne? Guck bloß immer mal nach hinten, nicht, dass die Überraschung von hinten kommt. Okay. Der erste ist down.
zweites down. Also Kopfschüsse gehen gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da Richtung hinter A4, oder? Mhm. Da in dieses L rein. Also rechts rum. Mhm. Aber hier kamen ja vorhin gleich drei, ne? Ich hab Angst. Ach so, die Türen kann man auch ankrabbeln. Ach du Scheiße. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh, scheiß mir hier gerade übelst ein, Leute. Aber wo bist denn jetzt? Warte mal, warte, warte. Wir sind jetzt. Ah. Aber hier in dieses L kommen wir gar nicht, ne? Nee. Oh. Für den Dreier-Trupp die Schrotflinte. Ist halt die Frage, wie lange er braucht, um nachzuladen. Oh. Ich glaube, die Taschenlampe wird schwach, Leute. Vielleicht haben wir hier noch eine bestimmte Zeit. Vielleicht haben wir hier noch eine bestimmte Zeit. Ah, der hat aber hier so ein Kabel. Steht er jetzt auf? Da ist eine Kiste. Warte, warte, warte. Ganz ruhig bleiben. Okay, wir haben ein Kabel. Wir brauchen aber drei, ne? Hä, das war doch aber, da war doch alles dran. Ja? Hä? Wire. Steht Wire. Das sah doch nur aus wie eins. Da war ja noch dieser Tresor. Ist hier noch eine Kiste? Ne. Die Tür war zu. Diese Geräusche hier. Kann man irgendwie nichts ankrabbeln? Was sind das für Bilder? Nacksche Frauen, halbnacksche. Ja, und hier Bier. Okay. Also der Raum A4 ist zu. A3 war nicht, war das Kabel. A2 ist gar nichts. Jetzt gehen wir mal in A1. Mhm. Irgendwo ist was. Irgendwo knurrt was. Hier ist es nicht. Was waren die? Aber die Lampe fängt wirklich an zu flackern. Ja. Vielleicht ist es nur so, um uns zu verwirren. Das waren die drei, ne? Die hier vorne rumkluckern. So, von links sind wir gekommen. Genau. Gehen wir mal in B1. Das ist B1. Okay, hier ist auch keiner. Oh, da ist noch ein Raum. Wird denn der hin? Ach, das ist B1.
Okay, das war, glaube ich, Schrotflinte. Rieke. Alter. Ah, hier ist der Tresor, stimmt. Da brauchen wir aber einen Gut, den wir noch nicht haben. Da ist das eklige Ding. Ja. Ach stimmt, als wir das vorhin gesehen hatten, kamen uns da nicht welche entgegen. Also in so, dann, V1. Dann gibt es ja jetzt nicht mehr viel. Also in V1 ist dieses Monster-Ding. Vielleicht muss ich das merken. Na, der Safe. Genau, jetzt kamen die, ne? Na komm schon. Ist halt die Frage, warum die plötzlich kommen. Ob wir die jetzt irgendwie getriggert haben? Und hier können die nicht kommen, ne? Ach, ich hab Schiss. Also die Frage, sind die da oder hier? Aber von da sind wir ja gekommen. Theoretisch könnten die ja gar nicht hier sein. Es sei denn, das Spiel ist hundsgemein zu uns. Also gibt es ja jetzt im Prinzip nur noch die vier Räume hier vorne, ne? Und C. Ja, von da sind wir ja gekommen ursprünglich. Hier ist unser Startraum. Ich weiß nicht, was mit dem B6 ist. Das können wir aber jetzt... Müssen wir die nächste links, ne? Genau. Ist das hier? Ah ja. Vorne kommt er. Arschloch. Oh, ich hab so Gänsehaut. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass doch mal einer von hinten kommt. Komm mal näher. Ich will nicht, dass einer von links mich überrascht. Okay, das klappt eigentlich ganz gut. Also ich glaube nicht, dass wir hier mit Spitzhacke arbeiten müssen. So, dann gehen wir mal in B6. Ah ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Da kennt die nicht. Okay. Wie viel denn noch? Oh. Okay, wir suchen immer noch den Code für den Safe. Jetzt haben wir langsam tatsächlich Munitionsknappheit. Wo sind die denn jetzt hergekommen, die Typen? Also hier ist auch nichts. Seht ihr hier irgendwo einen Code? Nee, ne? Sorry, Leute. Also nochmal, von hier sind, nee, von da sind wir gekommen. Was ist denn in C2? Kamen wir da rein oder nicht? Das ist C1.
Ach hier, guck mal, ein C2 waren wir gar nicht vorhin. Hä? Haben wir da nicht angefangen? Nee, es war C1. Oder? Ja, stimmt, hier haben wir angefangen, hast recht. Aber was ist dann. Nee, C3. Was ist dann in C3? Das ist ja jetzt hier geradeaus. Naja. Achso, das ist versperrt, kommt man nicht durch. Alles klar, also gibt es jetzt nur noch B3, B2, B5, B4. Und wir haben keine Munition mehr. Ja, eine Knarre bin ich immer zufrieden, aber wenn es Munitionsknappheit gibt, ist halt doof. Aber wir könnten jetzt hier rum... Genau, das Kabel darfst du nicht vergessen. Ja, ja. Wollen wir hier rumgehen oder lieber den... Nee, dann kommen die von beiden Seiten. Lass mal... Oh Gott, da ist auch schon wieder der nächste. Hier vorne links. Hey, das kann man gar nicht schaffen, den Dreck! Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, oder was? Ja. Das ist ja blöd. Das ist ja, sag mal, so wirklich blöd. Naja, aber wir haben ja jetzt hier eben auch viel rumgeklampert und geguckt. Ja. Dann gehen wir jetzt direkt B2, B3, B4, B5 dort gucken. Weißt du noch? Nimm die Munition mit. Wo denn? Ah ja. Weißt du noch, wo das Gabel war? Na, das war hinten bei A. Okay. Wir gucken jetzt erstmal die Bs an, damit wir wissen, was hier los ist. Geht's denn hier weiter? Ah ja, hier. Also raus und links. Nee, raus gerade und dann links. Aber da kommt vielleicht wieder so viel. Nee, wir gehen raus und links. Do not follow me. Richard, bleib ruhig. Keiner will dir verloren. Ja, vielleicht ist wirklich so. Was denn? Wenn du rennst, dass die dann auch rennen. Wir gehen jetzt erstmal links. Oha. Leise. They are blind. Die sind blind. Okay. Aber Blinde können ja umso besser hören, oder? Naja, deshalb ja. Sollst du ja vielleicht... Warte mal. Oh, das kannst du mal lesen. Das ist ganz viel. Guck mal. Tagebuch eines Bergmanns. Tag 4. Ich werde in dieses Tagebuch schreiben, damit ich mich nicht in der Zeit verliere und den Verstand nicht verliere. Nach der Explosion an der Oberfläche ist die Mine zusammengebrochen. Es ist unsicher, an die Oberfläche zu gehen. Ich habe das Gefühl zu ersticken und es riecht nach einer Art Säure. Wir haben uns in einem Schutzraum eingeschlossen und warten auf Rettung. 26 Menschen sind noch übrig. Vorarbeiter Jeff Kluten und seine Assistenten sorgen für Ordnung und rationieren die Ressourcen. Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben, aber er war noch nie so nervös. Ich verstehe... Warum er nervös ist, denn er ist für uns verantwortlich. Am Abend haben die Jungs und ich Karten gespielt. Jemand hat eine Gitarre mitgebracht. Habe heute herausgefunden, dass Jeff die Drähte aus dem Haupttor herausgerissen hat. Außerdem hat er den Treibstoff aus dem Generator abgelassen und behauptet, es sei zu unserer eigenen Sicherheit. Na toll. Wir müssen auf den Rettungsdienst warten, sagt er. Jetzt gibt es keinen Strom mehr. In den Gängen müssen Taschenlampen benutzt werden. Ich konnte nicht schlafen. Bedeutet, wir müssen nicht nur die Kabel finden, sondern auch noch Treibstoff. Tolle Wurst, Leute. Bob und Mitchell wurden heute getötet. Es gab einen Streit um eine Dose Pfirsiche. Alle sind nervös. Jeff hat angeordnet, die Zellen nachts nicht zu verlassen. Sieht so aus, als wäre jetzt jeder auf sich allein gestellt. Trotz der Einschränkung ging ich nachts auf die Toilette. Als ich mich an dem Eingang näherte, hörte ich von dort einen erstickten Schrei. Schaute genau hin und sah Jess Assistenten, die Eric vergewaltigten. Ich hörte seine Schreie.
Ich war entsetzt über das, was ich gesehen hatte. Ich rannte weg, weil ich Angst hatte, was sie tun würden, wenn sie entdeckt würden. Dieser Ort verwandelt sich in eine Hölle. Wir müssen immer noch in dem Text wahrscheinlich rausfinden, diesen Safe-Code, ne? Heute Morgen bin ich an Erics Zelle vorbeigegangen. Sie war geschlossen. Ich beschloss, Jeff alles zu erzählen. In Hoffnung, dass er eingreifen würde. Aber er befahl mir zu schweigen, sonst würde ich an Erics Stelle landen. Ich muss diesem Albtraum entkommen. Ah, guck mal, das sieht doch schon nach was aus. Ich habe den Schlüssel zum Generatorraum gestohlen und ihn im Badezimmer versteckt. Der Treibstoff für den Generator ist im Safe des Vorarbeiters. Oh, 16, ja, das alles musst du aufschreiben. Wenn er geht, werde ich diese Kombinationen ausprobieren. Okay. Ach, eine so. Davon ist es. Eine davon ist es. 5, 6, 2, 8. 5, 8. 2, 8. 5, 8, 2, 3. Oh Gott, warte. 5, 6, 2, 3. Alles klar. Und der Schlüssel zum Generatorraum ist im Badezimmer. Also muss da noch was sein. Na, war das jetzt nur ein Klo oder war das ein Badezimmer? Nee, es waren ja richtige Duschen, ne? Ja. Machen wir weiter. Ach so, ja. Jeff hat seine Zelle heute nicht verlassen. Ich muss auf eine andere Gelegenheit warten. Die Vorräte im Bunker werden noch ein paar Tage reichen. Ich schleiche vorsichtig durch die Gänge, um nicht aufzufallen. Wir haben heute das letzte Essen aufgegessen. In den Fluren riecht es stark nach Metall. Auch aus der Nachbarzelle kam heute niemand heraus. Ich habe mehrmals an die Tür geklopft, aber alles war still. An der Tür waren Blutflecken zu sehen. Jeffs Assistenten haben die beiden in seine Zelle gebracht. Bin froh, dass ich noch einen Tag überlebt habe. Der Vorarbeiter hat sich nun schon seit 6 Tagen in seiner Zelle verschanzt. Bin furchtbar hungrig. Ich habe Angst, dass das mein Ende bedeutet, wenn ich da reingehe. Ich überlege mir einen neuen Plan, um hier rauszukommen. Ich habe die Jungs schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Es herrscht Totenstille in den Gängen. Ich habe eine Karte unserer Unterkunft gefunden, auf der ein Abflussrohr über der Küche eingezeichnet ist. Wenn es mir gelänge, die Decke zu durchbrechen, hätte ich vielleicht eine Chance zu entkommen. Aha. Also, Klo und Küche. Warte mal, wo... Das steht doch hier aber gar nicht. Warum Jane nie spielt? Weil die sich nicht erschreckt? Weil die sich nicht erschreckt. So, Leute, leise, ne? Ach so, waren ja noch irgendwelche Kisten, die man so schlagen konnte? Nee, ne? Hab keine gesehen. B4. Jetzt hier ist auch nichts. Kann ich das zerschlagen? Okay, merken wir uns, B4 ist nichts. Also wir müssen noch mal in dieses Badezimmer. Das Badezimmer war wo? War das nicht auch was bei A? Nee, war das nicht B? Na, B1 ist das Riesenmonster. Ach so, wir können ja mal das hier wieder wegmachen. Also B3 ist verschlossen. Die Frage
Frage, ob die das hören, ne? Hm. Das ist ja schon ganz schön laut, ne? Okay, wir müssen irgendwie in das Bad kommen. Wenn die Kunden jetzt ja allerdings rechts sind, dann müssen wir halt lang. B6 war nicht das Bad, oder? Na, du, war das nicht bei A? Hier war der Safe. Warte, wir machen erstmal den Safe. Was hast du jetzt gemacht? Ich komm mal kurz hier hinten. Hier war ja nur das fette Vieh, ne? Ansonsten war ja nichts. Also, 5. Wie kann ich denn das hier wählen? Scrollen. Hä? Du musst 58. 6. Ach so. Das geht in den zweistelligen Bereich. Ah, okay. 5, 6. Fünf, sechs. Oh, oh. Okay, 5, 6, 2, 8 ist es nicht. 5, 8. Kann ich ja einfach. Naja, gut. 5, 8. 28. Also die zweite müssen wir uns merken. Stimmt auch immer anders. Okay, jetzt haben wir erstmal das Benzin. Hi Frank, grüß dich. Und dieses Kabel war bei A4, da, ne? Ja, da ganz hinten. Und wir müssen aber noch ins Badezimmer. Ja, war das nicht da hinten auch? Das war jetzt theoretisch nur gerade. Mhm. Hier rechts sind definitiv zwei. Oh, mir juckt's übelst am Arm gerade. Oh, es ist aber auch aufregend, wenn man so ruhig sein muss. Badwurm, doch B6. Scheiße. Ja, wir müssen da aber trotzdem zu A. Welches A? Naja, da wo der Typ halt gehangen hat, da nicht. Ja, ich guck trotzdem nur wegen der Kiste. Mir juckt's, warum juckt's mir hier? Weil du mich die ganze Zeit so anatmest. Danke dir, Frank. Oh oh. Oh!
Okay, Freunde. Also wenn man leise ist, geht's. Jetzt gehen wir schnell ins Bad. Und dann haben wir ja alles. Und dann müssen wir halt bloß in die andere Richtung schleichen. Also hier kommen wir definitiv nicht... Scheiße! Nicht lang, weil hier sind ja zwei. Wo sind die zwei jetzt? Leute. Die zwei Typen sind nicht mehr da. Nicht, dass die jetzt doch hier sind. Oh Gott. Ah. Okay, dann müssen wir... Vielleicht doch jetzt hier lang. Ich glaube, wenn ich einen erschieße, werden alle aggro. Kann das sein, Leute? Naja, dann ist ja einmal laut gewesen, richtig. Das finden die wahrscheinlich nicht so cool. Können wir denn jetzt schon irgendwo was einfüllen? Wo kommt denn das Benzin rein? Na, du kannst das Kabel schon mal anbringen. Oh. Muss doch dahin. Aber nicht, dass ich die jetzt trigger. Vielleicht muss ich erst alles sammeln. Okay. Aber wo kommt das Benzin rein? Frank, vielen Dank für deinen Sub. Leute, wo kommt das Benzin rein? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wir waren doch aber jetzt in allen Räumen. Na, aber stand da nicht was wegen dem Schlüssel im Badezimmer zum Generatorraum? Du brauchst doch erstmal den Schlüssel. Ach so. Du bist aber geschrumpft. Wo gehen wir jetzt hin ins Badezimmer? Okay. Da vorne ist einer, oder? Ja, scheiße, wir müssen aber hier davor. Nee, ist keiner. Also da vorne rechts und rechts. Die scheinen sich ja offensichtlich immer wieder umzustellen. Also immer wieder woanders zu stehen. Hier wird man doch vorne von übelst vielen angegriffen, ne? Ja. Weil da einer irgendwo kam, rauskam. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben die sich wieder umgestellt. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder außen rumschleichen. Na? Um in die B6 zu kommen. Oder was sagt ihr? Ich muss da jetzt garantiert wieder über C4 rum. Weil jetzt hier vor. Oder ich erschieße halt. Aber dann sind sie wahrscheinlich alle aggro hier. Also da ist definitiv einer in diesem scheiß Klo. Hm. Aber wo ist jetzt er hier? Im Klo. Na, irgendwo soll ein Schlüssel sein. Was ist denn hier wieder aufstehen? Wahrscheinlich in dem offenen, ne? Der ist nicht mehr da, der Typ jetzt, oder was? Ach, da liegt er. So, wohin jetzt? Na, der Generatorraum wird ja einer von den verschlossenen Räumen sein. Dann ist es A4. Dann müssen wir jetzt irgendwie zu A4 kommen. Das wäre jetzt hier vorne rechts raus, rechts rum. Aber ich wette mit dir, das sind Typen. Die haben sich jetzt, weil ich den Schlüssel aufgehoben habe, wahrscheinlich wieder umgestellt. Rechts, ne? Boah, das ist so aufregend, immer auf die Karte zu gucken.
wette mit dir, hier vorne ist einer. Ja. Ich will den jetzt nicht erschießen. Dann geh doch mal rechts rum und vielleicht geht er dann irgendwo anders hin. Aber was ist, wenn rechts auch einer ist? Dann haben wir die Brut an der Backe. Dann gehst du jetzt noch mal gucken. Dann was ist, wenn er jetzt noch da ist? Jetzt müssen wir ihn erschießen. Wir müssen ja da lang. Oder wir... Ah ja, der blubbert. Oder wir können halt irgendwie hinter ihm schleichen. Er steht ja... Er bewegt sich ja auch dort nicht weg, ne? Kommen wir irgendwie anders lang? Nee, ne? Nee. Scheiße, Leute. Jetzt haben wir keine Wahl. Wie viel Munition habe ich? Wir haben 7x Schrotflinte. Pistole haben wir halt richtig viel, ne? Weil wenn wir den jetzt anballern... Oder wir können hinter ihm schleichen. Vielleicht geht das ja. Jetzt musst du aber wieder schleichen. Ich schleiche. Wo ist die Scheißtüre? Oh, oh. Aber warte mal, in dem Raum war ja auch einer, ne? Geht das weg? Okay, lass mal hier hinstellen und gucken, ob der vorbeiläuft. Sieht man natürlich nicht. Arschspiel. Oder die kommen halt jetzt alle hierher. Parablex, grüße dich. Die kommen halt dann irgendwie dahin, wo der Krach ist. Na toll. Oder wir müssen halt warten, bis die sich wieder beruhigt haben und dann ihre Wege gehen. Guck, der latscht vorbei. Ja, das ist gut. Aber dann, wir müssen ja dann trotzdem nochmal an ihm vorbei. Aber an sich haben wir alles, ne? Wir müssen jetzt nur den Benzin reinfüllen, dann den Schalter drücken und uns dann verpissen, oder? Nicht ausgehen, Lambi. Ja, wir haben halt die Küche noch nicht gefunden. Oder? Ach, die Küche müssen wir auch noch. Naja, da stand ja, dass in der Küche wie irgendwie man durchbrechen kann. Aber vielleicht ist ja das auch... Was ist das? Das sollte der Generatorraum sein. Ah ja. Na, hier muss man bestimmt erstmal irgendwo den Sprit füllen noch. Auf jeden Fall eine Box. Auf die Box scheiße ich mal. Jetzt ist die Frage, welche Tür hat sich dadurch jetzt für uns geöffnet? Vielleicht hier hinten die? Durchatmen, Leute. Wir haben noch keinen Schaden bekommen, ne? Wir haben aber jetzt auch nur noch 4 Schuss. Kurz vor Schluss mal Randale. So, jetzt müssen wir kurz überlegen. Wir müssen in irgendeine Küche. Wo könnte die denn sein? Wir haben jetzt den Generator angemacht. Na gut, vielleicht muss man jetzt einmal nur dorthin und den Knopf drücken. Und vielleicht geht ja dann irgendwas auf. Du kannst ja noch mal kurz in das Handbuch, Tagebuch gucken. Wo ist denn das? Tagebuch eines Bergmanns. Da. Nutzung. Das war Seite 11, ne? Mhm. Ich
Ich habe eine Karte unserer Unterkunft gefunden, auf der ein Abflussrohr über der Küche eingezeichnet ist. Wenn es mir gelänge, die Decke zu durchbrechen, hätte ich vielleicht eine Chance zu entkommen. Ich glaube, wir müssen erstmal zu diesem Schalter. Ja, wahrscheinlich. Nur ist die Frage, wie kommen wir jetzt an den schwabbeligen Popeltypen vorbei? Okay, er ist anscheinend weggegangen. Na, zumindest ist erstmal überall Licht an. Na, ob das ein gutes Zeichen ist? Dann sehen die einen ja besser, weißt du? Aber die sind doch blind. So, wir müssen... Na, aber vielleicht nicht im Licht. Vielleicht sind sie ja noch blind, weil es dunkel war. Wollen wir noch mal hier reingucken? Wegen der einen Kiste da hinten? Der noch da. Aber da stand doch da hinten einer. Na, ist der noch da oder ist er durch die Schüsse... Okay, er ist noch da. Dann scheiße ich auf die Kiste. Gott, ich höre sie schon. So, jetzt müssen wir links. Hier ist keiner, das ist gut. Oh, überall blubbert's, Leute. Wollen wir schießen? Wir haben ja noch ein bisschen Muni. Jetzt der Knopf. Musste vielleicht auch noch irgendwelche Hebel. Da ist eine Tür aufgegangen. Ist aufgegangen. Ah. Oh. Okay, wir haben noch 3 Schuss. Ach du Scheiße, da ist einer. Die sind jetzt hier bestimmt überall, ey. Und die Lichtverhältnisse sind ja super. Super klasse. Oh oh. Okay, wir müssen hier irgendwo einen Aufgang finden. Da. Alter. Ist das krass, oder? Da ist einer. Hoch, hoch, hoch. Lass mich bloß in Ruhe. Aber wo sind wir jetzt auf der Karte? Irgendwo außerhalb. Oh, da ist noch einer. Oh, jetzt fehlt hier bestimmt irgendwas, Leute. Oh. Okay, jetzt könnten sie doch wenigstens mal zwischenspeichern oder so. Blazy, grüße dich. Hi. Danke für... Oh, wir haben es geschafft. Oh, das ist unser Zwischenspeicher. Wahnsinn. Oh. Also einfach gemacht, das Spiel, aber hat schon irgendwie gefetzt. Am Anfang dachte ich, die wollen mich verarschen, weil man halt immer wieder von vorne anfangen muss. Aber an sich ist es doch ganz cool gewesen, ja. Finde ich super. Und das ist ja nur die Demo. Ich denke mal, das eigentliche Spiel könnte dann was werden. Bin gespannt. Add to your wishlist, wenn du Bock hast. So, YouTube, ich mach die Aufnahme aus. Schön war's. Tschüss. Ciao, ciao.